Der ADAC Sachsen hat am vergangenen Freitag wieder seine besten Motorsportler des vergangenen Jahres geehrt. Im deutschlandweiten Vergleich müssen sich die sächsischen Fahrer ganz sicher nicht verstecken. Ein erfolgreiches Motorsportjahr liegt hinter uns. Nun war es wieder Zeit, Bilanz zu ziehen. Im Saal des Konzert- und Ballhauses Neue Welt standen die Pokale schon bereit. Doch vor der eigentlichen Festveranstaltung hatte der Automobilclub noch zu einer Pressekonferenz geladen, um über die zurückliegende Saison zu sprechen. Und die war aus Sicht des ADAC sehr erfolgreich. Ganz allgemein sind wir mit unseren Sportlern zufrieden. Unsere Veranstaltung, das, was geleistet wird in den Ortsclubs, um die Sportler zu unterstützen, Veranstaltungen zu organisieren. Wir können heute Abend Meister, Vizemeister ehren auf nationaler bis Europameisterschaftsebene. Und ich denke, für ein Bundesland wie Sachsen kann sich das sehen lassen, was motorsportlich hier geleistet wird, das ganze Jahr. Natürlich gibt es auch Herausforderungen, die angepackt werden müssen. Das betrifft nicht das sportliche Potenzial der sächsischen Motorsportler, sondern es hängt, wie so oft, am Geld. Zum Beispiel, was die IDM betrifft. Ja, leider ist die IDM in den letzten Jahren unser Sorgenkind in Deutschland. Ich meine, wir in Sachsen sind ja schon vor einigen Jahren ausgestiegen, weil es für Veranstalter ein enormer finanzieller Aufwand war und die Anzahl der deutschen Fahrer sich immer mehr verringert hatte im Feld. Unsere Hoffnung war in dem Moment bei der Übernahme durch die Industrie, dass wir wieder ein leistungsfähiges Paket bekommen. Aber leider ist es noch nicht so weit. Aber hoffen wir, dass es in naher Zukunft gelingen wird, denn gerade Sachsen als ein Land mit Zweiradstraßenrennsportlern ist das für uns wichtig, dort eine funktionierende Serie zu haben. Auf dem Podium hatten einige wohlbekannte Motorsportler Platz genommen, darunter auch der Zwickauer Rallye-Pilot Julius Tannert. Er fuhr im vergangenen Jahr erstmals im Opel-Werksteam. Ja, aber für uns ein super Jahr. Wir sind da ja als junger, neuer Fahrer reingekommen. Das Team war eine riesen Herausforderung. Konnten am Ende den vierten Platz in der Junioren-EM einfahren, was für uns ein toller Erfolg war. Standen sogar mal auf dem Podest bei einer Rallye und konnten bei vielen Rallyes auch um das Podest mitfahren. Hatten mal Pech, hatten mal Glück. Am Ende war es ein tolles Jahr. Wir haben ganz viel gelernt. Vor allem auf Schotter haben wir ganz viel dazugelernt und haben uns gegen die internationale Konkurrenz gemessen. Wie soll es 2017 weitergehen? Ja, also mit Opel geht es in der Form nicht weiter, das können wir schon sagen. Wir haben uns da umorientiert. Auf jeden Fall fahren wir wieder international. Was genau, das werden wir in Kürze bekannt geben, weil wir noch gerade im Gespräch mit einigen Partnern sind. Und solange das nicht abgeschlossen ist, wollen wir das mal noch für uns behalten. Aber auf jeden Fall werden wir wieder international fahren. Eine Neuerung gab es auch für Steve Kirsch und seinen Teamkollegen Dominik Vogel. Sie fuhren 2016 erstmals in der noch neuen Rennserie TCR. Genau ein Jahr zuvor, bei der ADAC Sportlerehrung 2016, hatten sie ihre Pläne verraten. Und nun war es an der Zeit, ein Fazit über das vergangene Rennjahr zu ziehen, wie es lief. Erstaunlicherweise sehr gut. Also wir haben uns nicht so viel vorgenommen, weil im ersten Jahr das Team war neu. Wir haben alles neu strukturieren müssen. Das erste Jahr für das gesamte Team. Und jetzt sind wir, also ich bin Dritter in der Gesamtwertung geworden und Dominik Zweiter in der Juniorwertung, also Zweiter in der Teamwertung. Von daher haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Und hätte uns das einer am Anfang der Saison gesagt, dass wir so gut dabei sind, das hätte ich sofort unterschrieben und mitgenommen. Aber es war nicht ganz einfach. Wir haben auch viel Lehrgeld bezahlt. Aber im Großen und Ganzen ist unser Teamchef zufrieden und von daher freuen wir uns auf dieses Jahr. Dominik Vogel und Steve Kirsch ist sozusagen das Team Neuling und alter Hase. Wie macht sich das? Das ergänzt sich natürlich ganz gut. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung, was Tourenwagensport betrifft, auch das Fronttrieblerfahren, was sehr speziell ist. Ich kann aber auch noch was von ihm lernen. Also er ist ja noch so ein bisschen unbefleckt und schmerzbefreit. Und von daher kann ich auch, was Daten betrifft, noch ein bisschen was von ihm lernen. Und so ergänzen wir uns ganz gut. Also wir sind mittlerweile nicht mal eine halbe Sekunde auseinander, was die Rundenzeit betrifft. Und das ist für ihn als 19-Jährigen fürs erste Jahr schon sehr gut. Er macht noch ein paar kleine Fehler im Rennen. Da muss er noch ein bisschen taktischer fahren und ein bisschen mehr mit Kopf. Aber ich denke, da hat er dieses Jahr auch wieder die Möglichkeit und er wird dieses Jahr auch wieder ein bisschen schneller werden.
Es ist nie verkehrt, von den Erfahrungen eines Routiniers zu profitieren. Das weiß auch Dominik Vogel. Also für mich war es auf jeden Fall sehr gut, so einen erfahrenen Motorsportler an der Seite zu haben, der sich vor allem auch mit Fronttrieblern auskennt. Das Steve ist die letzten Jahre immer Mini gefahren, Mini Challenge, Mini Cup, DTC und so weiter. Und er kennt sich mit Fronttrieblern besser aus als kein anderer. Und es war auf jeden Fall sehr gut, so einen erfahrenen Motorsportler an der Seite zu haben. Was hast du da hinter dem Steuer veranstaltet, dass er sagt, ja, kann ich auch noch was lernen? Also teilweise ist bei mir so, ich bin ein bisschen aggressiver, was das auf der Bremse angeht. Und das Steve lässt das Auto einfach mehr rollen. Und teilweise konnte er sich teilweise Bremspunkte dann von mir abschauen. Und ich teilweise auch, wie er dann das Auto in die Kurve reinrollen gelassen hat, sage ich jetzt mal. Und ja, haben beide voneinander profitiert. Auf dem Podium hatte auch eine junge Frau Platz genommen, für die Saison 2016 viele Neuerungen mit sich brachte. Jasmin Meiler aus Lavalde in der Oberlausitz erreichte in der Autocross-Europameisterschaft trotz immenser Umstellungen einen respektablen 8. Platz. Ja, es war ein kompletter Umstieg für mich von einem Junior-Crosskart auf einen Junior-Buggy für die Europameisterschaft, von Heckantrieb auf Allradantrieb und von 500 Kubikzentimeter auf 650. Es war einfach alles anders für mich. Ich musste viel trainieren, ich musste mich wahnsinnig an das neue Auto gewöhnen, aber ich hatte schon vom ersten Augenblick an eigentlich ein wunderbar gutes Gefühl mit dem neuen Auto, habe viel Vertrauen gehabt. Hab viel ausprobiert und so bin ich eigentlich mit gutem Gefühl in die erste Europameisterschaftssaison für mich gestartet. Aber trotzdem wusste ich, dass es sehr schwer wird, weil einfach die Konkurrenz wahnsinnig groß ist und die das einfach schon viel länger machen als ich. Aber trotzdem war es eine super Saison und wir sind eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ja, was wären dann die Ziele für 2017? Ja, 2017... Ja, wir wollen schon versuchen, natürlich die Ergebnisse zu verbessern. Bei einigen Rennen war ich nicht ganz so zufrieden. Das möchte ich dieses Jahr auf alle Fälle besser machen. Und ich hoffe, dass am Ende vielleicht ein besserer Platz als der 8. Platz von diesem Jahr auf der Tabelle steht. Neben dem Rückblick auf die Leistungen des vergangenen Jahres hatte der ADAC Sachsen die Veranstaltung auch genutzt, um einen Ausblick auf geplante Vorhaben zu geben. Eines betrifft auch den Sachsenring in Hohenstein-Ernsthal. Ja, ich meine, der Sachsenring ist ja nun schon ein paar Jährchen alt, also insgesamt ja 90 Jahre, aber auch die neue Strecke muss ständig in Ordnung gehalten werden und da heißt, dieses Jahr muss ein neuer Asphalt aufgetragen werden, die Curbs müssen überarbeitet werden und dazu wird ordentlich Fördergeld angepackt, auch mit Unterstützung des Freistaats, aber es müssen ja Eigenmittel erbracht werden und dort ist der ADAC Sachsen wieder mitgefragt. Zur Sportlerehrung in der neuen Welt ging es natürlich nicht nur um die Auszeichnungen der besten ADAC-Sportler. Auch der kulturelle Teil kam nicht zu kurz. Und so wurde es am Ende wieder ein kurzweiliger Abend, an dem die Sportler neue Motivation für die kommenden Aufgaben tanken konnten.